Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier in der Fachbereichsbibliothek Zeitgeschichte und auch im Namen des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Wien sowie der Universitätsbibliothek Wien herzlich. Wir haben leider ein bisschen aufgrund einer Verspätung, müssen wir eben auch verspätet anfangen, aber jetzt ist alles gut. Wir sind alle vollzählig hier und ich freue mich, dass wir in die Veranstaltung starten können. Wir betreten hier heute an der Zeitgeschichte-Bibliothek Neuland, denn für die Ausstellung Österreicher und Österreicherinnen in der französischen Resistance 1940 bis 1945 probieren wir hier erst einmal das hybride Format aus. Und da ist es natürlich auch meine Aufgabe, mich ganz herzlich für die Organisation und Unterstützung einerseits beim Team der Öffentlichkeitsarbeit der Universitätsbibliothek Wien und vor anderem andererseits eben auch bei meinem Team der Fachbereichsbibliothek Zeitgeschichte ganz herzlich zu bedanken. Ohne beide Teile wäre vieles hier einfach nicht möglich. Das Streamen selbst ist durch die Finanzierung der Öffentlichkeitsarbeit und des Veranstaltungsmanagements der Uni Wien möglich im Rahmen des Campus-Veranstaltungsprogrammes. Das bringt mich gleich zu ein paar organisatorischen Punkten. Hier vor Ort gilt 2,5G, die 2,5G-Regel. Das bedeutet, es wurde bei allen Personen der Status überprüft. Dennoch ersuche ich Sie, während der Veranstaltung die Mund-Nasen-Masken aufzubehalten. Die Sprecherinnen, wie Sie an mir sehen, können diese natürlich gerne abnehmen. Die Veranstaltung wird nicht nur gestreamt, sondern wird auch aufgezeichnet und kann in ein paar Tagen über Fedra, dem digitalen Langzeitrepositorium der Universität Wien, nachgesehen werden. Als Teil der anschließenden Podiumsdiskussion sind auch Fragen aus dem Publikum vorgesehen, die einerseits hier über das Mikrofon im Saal gestellt werden können und andererseits über das Online-Tool sly.do. Ein Link sollte auf der Webseite eingeblendet sein und darüber kann dann auch virtuell mitdiskutiert werden. Begrüßen darf ich vor allem die weiteren Akteurinnen und Akteure des heutigen Abends. Zunächst Professor Dr. Robert Streibel, den rührigen Direktor der Volkshochschule Hietzing, von dem wir die Wanderausstellung hier in die Zeitgeschichte lotsen konnten. Dass die Ausstellung hierher gekommen ist, ist eigentlich einem Zufall zu verdanken, da ich mich gemeinsam mit Kollegen Dr. Herbert Bosch hier vom Institut für Zeitgeschichte und Forum Zeitgeschichte in Vorbereitung für eine andere Ausstellung zu Belgien, Exil und Flucht in Belgien, befinden, bin ich durch Zufall eben über diese Ausstellung gestolpert und war sehr froh, dass Professor Streibel und Dr. Hans Schafranek kurzfristig zugesagt haben, dass wir die Ausstellung hier eben auch auf der Zeitgeschichte zeigen dürfen. Damit darf ich auch ganz herzlich den Historiker und Kurator der Ausstellung, Dr. Hans Schafranek, hier begrüßen. Dr. Schafranek ist wahrlich in dem Feld kein Unbekannter. Er hat bislang, wenn ich es richtig gelesen habe und nachgezählt habe, 17 Bücher herausgegeben, Monographien oder herausgegebene Punkte mit den Schwerpunkten zur vergleichenden Diktaturforschung, Nationalsozialismus, Stalinismus, Exil in der UdSSR, Widerstand gegen das NS-Regime und eben auch Nachrichtendienste im Zweiten Weltkrieg. Er wird uns zunächst zu den Inhalten der Ausstellung berichten und dann in ein Gespräch mit der Historikerin Dr. Ina Markova einsteigen. Ina Markova ist Absolventin des Instituts für Zeitgeschichte hier und auch Senior Research Fellow und arbeitet derzeit am Österreichischen Volkshochschularchiv. Sie hat 2019 eine Biografie zu Ottilie Tilly Spiegel, einer österreichischen Widerstandskämpferin, die eben in Frankreich in der Resistance tätig war, vorgelegt. Und arbeitet derzeit zur NS-Zeit im Wiener Hafen oder der Wiener Hafen in der NS-Zeit, um es besser auszudrücken. Auch dich, liebe Ina, möchte ich hier ganz herzlich begrüßen. Sowie auch dich, liebe Lucille, die Historikerin Lucille Trédémy, die das Gespräch moderieren wird. Lucille
Alfredi Mir ist hier Assistentin am Institut für Zeitgeschichte und gleichzeitig aber auch Maître de Conférence an der Universität Toulouse. Die Ausstellung selbst zeigt in einem biografischen Beiträgen, die auch 20 Tafeln umfasst, einen Querschnitt der Österreicherinnen, Österreicher, die während der deutschen Besatzung von 1940 bis 1945 im französischen Widerstand tätig waren. Dabei war der Anteil der Österreicherinnen an der Resistance weitaus größer als allgemein bekannt. Diese Ausgrenzung und Marginalisierung des österreichischen Anteils am deutschsprachigen Widerstand hat nicht unwesentlich die Geschichtsprägung der DDR beigetragen, die eben bis heute in einer Reihe von Publikationen nachwirkt. Tatsächlich war aber die französische Resistance in vielen Bereichen multinational. Das heißt, Flüchtlinge gegen Ende des Spanischen Bürgerkrieges, Exilanten aus Italien oder auch Immigranten aus Osteuropa. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken bei Marc Drews, einem Mitarbeiter hier, der eben auch begleitend zur Ausstellung eine Bücherausstellung mitorganisiert hat, in der wesentliche Werke zu der Thematik dargestellt werden. Damit freue ich mich, Sie in diese Ausstellung, in diese Präsentation übergeben zu können an Professor Streibl und darf Ihnen, werte Zuseherinnen und Zuseher, einen spannenden und informativen Abend wünschen. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn eine Ausstellung einer Volkshochschule die Hohen Weihen bekommt und dann im Institut für Zeitgeschichte gezeigt wird, so passiert es nicht alle Tage. Und ich würde sagen, aber es schließt sich damit ein Kreis. Was meine ich damit? Denn Zeitgeschichte und Volkshochschule ist sehr eng miteinander verknüpft, denn es war bereits 1946 hat es erste Veranstaltungen in den Wiener Volkshochschulen gegeben über verfemte und verachtete Dichterinnen und Dichter in einer Volkshochschule. Und es war 10 Jahre bevor das Institut für Zeitgeschichte gegründet wurde, hat es einen Arbeitskreis für Zeitgeschichte in der Volkshochschule Alsergrund gegeben, bei dem niemand geringer als dann der Ludwig Jedlitschka, der dann das Zeitgeschichte-Institut gegründet hat, mit teilgenommen hat. Das heißt, die Zeitgeschichte hat lange bevor sie auf die Universität gekommen ist, in den Wiener Volkshochschulen eine Basis gehabt und es haben sehr viele Veranstaltungen und verschiedene Formate, wo man pädagogisches neue Dinge ausprobiert hat, in den Volkshochschulen stattgefunden. Und somit schließt sich der Kreis, wenn unsere Ausstellung, die der Hans Schaffranek gemacht hat, jetzt hier gezeigt wird. Gleichzeitig möchte ich natürlich auch darauf hinweisen, dass wir beide gemeinsam eine Reihe von tabuisierten Themen aufgegriffen haben, die in Konferenzen in Volkshochschulen wie in der Brigittenau oder auch in Hietzing stattgefunden haben. Da wir beide schon auch ein bisschen historisch sind, ist es eigenartig, wir haben eine der ersten Veranstaltungen über den Hitler-Stalin-Pakt gemacht, in einer Zeit, als die DDR gerade noch existiert hat und hier erbitterte Auseinandersetzungen stattgefunden haben. Und es hat dann weitere tabuisierte Themen waren auch noch über KZ und Gulag oder über die Frage der Vertreibung hier in den Volkshochschulen. In dem Sinn freue ich mich, dass wir hier eingeladen wurden und ich
glaube, es ist keine Übertreibung, aber die Frage der Beteiligung der Österreicher an der Resistance ist in einer Ausstellung so zusammengefasst bisher leider auch noch nie gezeigt worden. Und das ist der große Verdienst vom Hans, der das hier zu Wege gebracht hat. Und ich freue mich, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Danke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst möchte ich um Entschuldigung bitten für die Verspätung und auch für mein etwas desolates Aussehen, das einem kleinen Unfall geschuldet ist, der mir gerade widerfahren ist. Manche österreichische Widerstandskämpfer in der französischen Resistance hatten erstaunliches Glück im Unglück, worauf ich vielleicht später noch zurückkommen darf, an einem ein, zwei konkreten Einzelfällen. Ich habe jetzt auch ein bisschen Glück und im Unglück gehabt, wenn auch in einem unvergleichlich bescheideneren Ausmaß, denn es sind weder die Brillen bei dem Sturz zu Bruch gegangen, die Hand dürfte wohl auch nicht gebrochen sein und sogar meine künstliche Zähne, die Brücke ist intakt geblieben, auch wenn sie sich gerade nicht dort befindet, wo sie sein sollte, nämlich im Oberkiefer, sondern in meiner linken Hand. Dies zur Erklärung der Verspätung, für die ich mich noch einmal entschuldigen möchte. Ich möchte in meinem Einleitungsstatement nicht so sehr auf die Ausstellung im Einzelnen oder auf einzelne Biografien eingehen, weil sie ja alle und andere Interessenten und Interessentinnen ja noch lange Zeit Gelegenheit haben werden, sich diese einzelnen 18 Biografien und den Einleitungstext anzusehen. Ich möchte erwähnen, dass diese kleine Auswahl einem wesentlich größeren Forschungskontext entstammt, in dessen Rahmen ich bis jetzt etwa 100 Biografien erstellt oder zumindest Eckdaten, so 100 Biografien von Österreichern in der französischen Resistance zusammengetragen habe. Und ich möchte mich jetzt dem Einleitungsstatement und dann vielleicht auch in der Diskussion oder in dem Gespräch mit den beiden Kolleginnen auf diese primär auf diese 100 Biografien als Bezugsrahmen stützen, weil aus einer solchen Kollektion doch stärkere oder größere oder überhaupt eher kollektivgeschichtliche Aspekte und spezifische Gruppenzusammenhänge herauszudestillieren sind, als aus einer recht begrenzten Anzahl von 18 Personen. Ich möchte jetzt eigentlich nur zwei Fragestellungen anschneiden, nämlich zum einen die Frage, wie und wann kamen diese 100 Österreicher und Österreicherinnen überhaupt nach Frankreich? Denn die Annahme, dass alle oder der größte Teil unmittelbar nach dem März 38 oder im Jahr 1938 über die Schweiz nach Frankreich gekommen wären, es trifft nicht zu. Man kann für die Jahre 38, 39 grosso modo vier Gruppen unterscheiden, die annähernd gleich groß waren, also jeweils etwa 20 bis 25 Personen. Die erste Gruppe und zeitlich früheste Gruppe waren Menschen, die aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen bereits vor 1938 nach Frankreich kamen, wo es ab 1934 einen Stützpunkt der illegalen KPÖ und ab 1937 auch einen offiziellen Parteivertreter der KPÖ beim PCF, also der Kommunistischen Partei Frankreichs, gab. Die zweite Gruppe, ebenfalls in dieser Größenordnung, emigrierte, großteils illegal,
38 über die Schweiz. Und die dritte Gruppe waren höhere Parteifunktionäre oder mittlere und höhere Parteifunktionäre der KPÖ und Angehörige einer oppositionell-kommunistischen Gruppierung, der RKÖ, Revolutionäre Kommunisten Österreichs, die 1938 nach Belgien emigrierten und ursprünglich gar nicht vorhatten, nach Frankreich zu gehen, sondern durch Umstände, politische Umstände von weltgeschichtlicher Bedeutung, auf die wir sicher auch noch zu sprechen kommen werden, großteils im Mai 1940 nach Frankreich kamen. Und die vierte und zeitlich späteste Gruppe waren österreichische Spanienkämpfer, Interbrigadisten, die zusammen mit Hunderttausenden Zivilisten und Angehörigen des Ejército del Este, also der Ostarmee, nach dem Fall Barcelonas, 25. Januar 1939, sich auf die französische Grenze hinzubewegten und diese am 9. Februar 1939 passierten, dort mit wenigen Ausnahmen in den Internierungslagern Saint-Cyprien und Argelès, Bacarès, interniert wurden. Ja, soweit diese vier Gruppen. Der zweite Aspekt, den ich in der Einleitung oder im Eingangsstatement erwähnen möchte, wäre, welche Gruppen von Österreichern und Österreicherinnen waren ab 1940 oder genauer gesagt eigentlich 1941 im Widerstand tätig. Wenn man die nach politischer Herkunft und funktioneller Zuordnung klassifizieren will, dann sind hier fünf oder sechs Gruppen zu nennen. Die erste und größte Gruppe waren die Angehörigen des sogenannten Travail Allemand, kommunistisch dominiert. Und der Travail Allemand war einerseits eine Organisationsform, darüber bestand eigentlich lange Zeit in der Forschung gewisse Unsicherheit oder ein Changieren von dem einen zum anderen. Einerseits eine Organisationsstruktur, andererseits aber auch ein ganzes bestimmtes Tätigkeitsbereich oder eigentlich ein ganzes Bündel an Tätigkeitsbereichen unter dem Schirm der MOI oder des MOI Mandeure Emigré. Das möchte ich dann auch später eventuell noch, falls Interesse besteht, näher ausführen, worum es sich dabei gehandelt hat und wie diese Organisationsstrukturen ausgesehen haben. Die zweite Gruppe waren Partisanen. Mitunter sind also auch die Partisanen, vor allem in der DDR-Literatur, der TA zugeordnet worden. Sie waren aber eindeutig nicht Teil des Travail Allemand. Und zu den Partisanen möchte ich hier irgendwie noch nur so viel sagen, zu den österreichischen Partisanen, die Österreicher waren, dass die auf zwei Regionen konzentriert waren, nämlich in der Pariser Stadtguerilla und zum anderen in den Cevennen. Drei Gruppen eigentlich und den dritten in und um Lyon. Wobei man auch noch hinzufügen muss, Lyon hat nach 1945 den Ehrentitel bekommen, Capital de la Résistance. Der Widerstand insgesamt und vor allem der bewaffnete Widerstand war in und um Lyon wesentlich stärker als in Paris. Die dritte Gruppe, die über die eigentlich, soweit es Österreicher betrifft, überhaupt noch nie geforscht wurde, waren Angehörige oder Subjekte und auch Objekte des sogenannten Rettungswiderstands, über den Arno Lustiger vor 10 Jahren ein bahnbrechendes Werk geschrieben hat, wobei aber Österreicher unberücksichtigt geblieben sind. Eine weitere Gruppe ist hier fast viel zu viel gesagt, denn es waren nur einige wenige Einzelpersonen, waren Sozialisten. Was haben wir noch? Ja, Wehrmachtsdeserteure, die finden in der Ausstellung oder haben in der Ausstellung keine Berücksichtigung gefunden.
aus einem ganz einfachen überlieferungsgeschichtlichen Grund und nicht deshalb, weil ich bisher nur 4 oder 5 erfassen konnte, sondern weil es über die einfach keine Fotos gab. Ja, damit wäre ich eigentlich schon am Ende des Einleitungsstatements. Guten Abend, auch von meiner Seite. Vielen Dank für die freundliche Einführung, für die Einladung und auch für die inhaltliche Einführung. Vielleicht, wenn ich als die Französin des Panels beginnen darf, darf ich mich auch wirklich besonders für die Einladung bedanken, weil ich habe jetzt in der Vorbereitung noch versucht, aus meiner Geschichte irgendwelche Bezüge zum französischen Widerstand zu finden und musste feststellen, dass es keine gab. Es liegt unter anderem daran, dass ich aus dem Gebiet der Maginot-Linie komme, und also Lothringen, und hier hat in den Jahren seit, also nach dem Krieg und sehr, sehr, also über Jahrzehnte hinweg, das Opfernarrativ eher eine größere Rolle gespielt, weil diese Dörfer evakuiert wurden 1939, und das hat sehr stark in der Erzählung, in den Familiengedächtnissen eine große Rolle gespielt. Daher bedanke ich mich, weil ich auch so viel dazu lerne, und ich möchte nochmals also kurz darlegen, wie wir hier vorgehen werden. Wir werden ein bisschen hier mit Ina Markova und Hans Schafranek einige Reflexionen, also ein bisschen diskutieren, und dann wird es genug Zeit geben für die Diskussion mit Ihnen und mit Ihnen online über diesen Tool, den ich jetzt so gut wie möglich versucht werde zu meistern. Ich würde beginnen gleich anschließend zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Schafranek, und Sie darum bitten, diese ein bisschen, also die Merkmale der Organisationsstruktur und dieser Tätigkeitsbereiche der deutschsprachigen, der Resistance und insbesondere der deutschsprachigen, also Österreicher, Österreicherinnen in der französischen Resistance zu skizzieren. Ja, gerne. Also die wesentlichste Struktur war, wie ich in der Einleitung schon angemerkt habe, der Travail Allemand. Also deutsche Arbeit, für die über Jahrzehnte hindurch auch die Bezeichnung Travail anti-Allemand verwendet wurde. Also etwa in einer kleinen Broschüre von der Tilly Spiegel und auch in der Literatur. Und Arthur London, auf den ich auch noch zu sprechen kommen werde, der also nach 1945 Vize-stellvertretender Außenminister der Tschechoslowakei war und 1952 durch einen stalinistischen Schauprozess größere Bekanntheit erlangt hat, hat dann auch erklärt, wodurch es zu dieser Namensverwechslung gekommen ist, dass 1945 viele Nicht-Eingeweihte einfach keine Vorstellung gehabt haben, was unter Travail Allemand zu verstehen ist. Und hat dann die plausible Erklärung abgegeben, dass man der Einfachheit halber es halt als antideutsche Arbeit bezeichnet hat. Mit einem gewissen Unbehagen, denn sie war ja nicht antideutsch intendiert, sondern antifaschistisch. Aber antideutsch war immerhin noch leichter zu verstehen als deutsche Arbeit. Dieser Travail Allemand hatte an der Spitze einen Dreierkopf. Der bestand aus Franz Marek, ursprünglich in den ersten Monaten, also das heißt im Sommer, Herbst 1941, gab es einen anderen Österreicher an der Spitze. Das ist, wenn ich das vielleicht auch ganz kurz erwähnen darf, auch eine lustige Vermengung oder Verwechslung von Decknamen.
In der DDR-Literatur und auch in anderen Publikationen wurde immer ein gewisser Leo verwendet, ohne Bezeichnung der nationalen Herkunft. An anderer Stelle wurde er als Langer bezeichnet. Und diese unterschiedliche Bezeichnung hat sich dann zu der Kombination Leo Langer verdichtet, aber nicht als Deckname, sondern als vermeintlicher Klarname. Tatsächlich hat es nie einen Leo Langer gegeben, sondern der Mann, der sich hinter diesen Decknamen oder diesen vermeintlichen Klarnamenskombination verbarg, war ein ziemlich blasser, farbloser österreichischer Bürokrat, ein Parteifunktionär namens Leopold Haag Müller, der von seinen Genossen Leo gerufen wurde und ungefähr 2 Meter groß war, deshalb als der Lange bezeichnet wurde. Und daraus ist Leo Langer entstanden. Leo Langer wurde also bald, das heißt meines Wissens so um die Jahreswende 41-42 von Franz Marek abgelöst. Der zweite Mann im Führungstrio war der von mir schon genannte Arthur London, der am 12. August 1942 verhaftet wurde. Und der dritte war ein deutscher kommunistischer Parteifunktionär namens Otto Niebergall, oder in der Illegalität auch René, und verschiedene andere Decknamen hatte. Der galt also als politischer Ziehvater von Erich Honecker. Und es gab und gibt also darüber auch so einen kleinen Disput, ob diese Aufteilung jetzt sozusagen noch Funktionen erfolgte oder noch territorialer Zuständigkeit, wobei ich eher zu letzterem, also zu der Annahme des Letzteren tendiere. Also Otto Niebergall war für die KPD oder für die Deutschen zuständig, Franz Marek für die Österreicher und Arthur London bis zu seiner Verhaftung für die Tschechen bzw. für die Sudetendeutschen. Es waren aber im Rahmen des TA nicht nur Österreicher und Deutsche und Sudetendeutsche tätig, sondern auch deutschsprachige Juden aus Ungarn, Polen und Rumänien unter dem Schirm des TA. Die TA war, oder pardon, der TA war eine von 17 Sprachsektionen des MOI. MOI wurde bereits 1924 gegründet, das ursprünglich gewerkschaftliche Dachorganisationen aller unter kommunistischen Einfluss stehenden Immigranten, darunter sehr viele Juden aus Polen, Rumänien, Ungarn, überhaupt aus Osteuropa. Und es gab dann noch also verschiedenste andere, spanische, ukrainische, polnische, jiddische Sektion. Und die deutsche Sektion war eben der TA. 1940 kam es zu einem Funktionswandel des MOI. Der MOI war eigentlich wesentlich verantwortlich für die Restrukturierung auch im Rahmen der französischen KP, die keinerlei oder fast keinerlei illegale Erfahrungen hatte, ausgenommen von einzelnen Emissären, die in anderen Ländern tätig waren, aber die Kommunistische Partei Frankreichs war ja nie verboten, ist am 26. September 1939 verboten worden, bis dahin war sie immer legal. Und im Gegensatz zu den französischen Kommunisten oder zu den Franzosen hatten aber die MOI-Funktionäre, die alle in ihren Heimatländern, zum Großteil in ihren Heimatländern schon schwere Verfolgung erlitten hatten, große Erfahrung natürlich auch in der Illegalität. Und deshalb kam zum Beispiel bei dieser Restrukturierung des MOI ab Oktober 1940 dem Leiter der MOI, Louis oder eigentlich Leib Gronowski, eine ziemliche Bedeutung zu. Gronowski hielt auch die Verbindung mit allen 17 MOI-Sektionen. Und zum Beispiel Franz Marek erwähnt einmal, dass er Weisungen, politische Weisungen der französischen KP über Vermittlung von Gronowski erhielt. Soweit also sozusagen zur organisatorischen Struktur des TA an der Spitze. Ich weiß nicht, soll ich da jetzt einmal...
unterbrechen oder soll ich das weiter? Vielleicht können wir die Tätigkeitsbereiche und Sie dazu was sagen. Wie Sie möchten, also wenn das... Ich will das nicht jetzt so monopolistisch an mich ziehen und einen Monolog halten, aber nachdem Sie eine sehr interessante Biografie über die Tilly Spiegel haben, können wir vielleicht auch über die Inter oder die über Franz Marek und Tilly Spiegel als Überleitung. Wie auch immer, ja. Und Tilly Spiegel, Ina... Möchten Sie also ich will Sie nicht nötigen dazu, aber ich kann auch gern weiter fortsetzen. Ich habe mich ja dazu bereit erklärt. Also ich möchte Ihnen auf jeden Fall auch danken für die Einladung. Ich finde es total super, dass ich hier sein kann. Ich möchte auch vorweg schicken, ich bin keine Expertin für die französische Resistance. Also ich habe eine Biografie über eine bemerkenswerte Frau geschrieben, die eben auch in der französischen Resistance war. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, ich habe mir gleich zwei Punkte notiert, die mir bei der Tilly Spiegel irgendwie, also die auch auf die Tilly Spiegel zutreffen, nämlich eben diese Erfahrungen in der Illegalität, die sie auch in Österreich schon gehabt hat. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, ist sie eigentlich seit 1933 bis 1945 eigentlich durchgehend oder mit Ausnahme von einiger Zeit in Paris eigentlich durchgehend in der Illegalität. Mhm. Sitzt auch während der austrofaschistischen Diktatur bereits 2 Jahre im Gefängnis, davon relativ lange auch im schweren Kerker. Also die wissen schon, was sie machen. So. Richtig, ja. Es gibt da natürlich, das schreibt sie aber auch selber, das wissen Sie sicher besser als ich, durchaus auch Probleme, sich zu adaptieren, weil während der Dollfuss-Schuschnigg-Diktatur ja doch mehr möglich waren Widerstandsformen, so während man bei der Gestapo relativ schnell, so wie sie zum Beispiel auch in die Todeszelle gekommen ist, was sie überlebt hat. Interessant fand ich auch, dass sie, also wegen der Tilly-Broschüre, wie es der Felix Kreisler mal genannt hat. Also sie hat ja 2 Bücher geschrieben über die Resistance. Da gibt es eben auch einen Briefwechsel von ihr mit dem Otto Niebergall 1970, wo ich mich eigentlich gefragt habe, wie das geht 1970, weil da ist sie eigentlich schon nicht mehr in der KPÖ. Und da geht es nämlich genau um die Frage, ob das deutsche oder antideutsche Arbeit heißt. Und da sagt er eben, also er besteht darauf, dass das deutsche Arbeit heißt, weil Sie haben als Deutsche für ein freies, antifaschistisches Deutschland gekämpft. Ja, das war einer der wenigen Punkte, wo man den Niebergall recht geben konnte. Aber es ist insofern interessant, dass Sie zu dem Zeitpunkt noch miteinander korrespondieren, weil Sie ja eben auch... Also da möchte ich jetzt, ich bin jetzt quasi als Tilly-Expertin da und nicht für den Franz Marek, weil sie zu dem Zeitpunkt zwar schon nicht mehr mit dem Franz Marek verheiratet ist, aber natürlich einfach als seine langjährige Frau und Lebensgefährtin einfach abgestempelt ist. Und trotzdem korrespondieren die aber doch miteinander und ich glaube, das hängt auch mit dieser wichtigen Rolle vom Dokumentationsarchiv auch in der Zeit zusammen. Da hat sie wohl noch irgendeine Art von Schutz gehabt. Plausibel, ja. Ja, ich möchte vielleicht anknüpfen, Tilly Spiegel, und da stellt sich sozusagen die Brücke her zu 2 Fragen, nämlich Frauen in der Resistance und andererseits auch anknüpfend also an das zuvor Gesagte, die Organisationsstruktur des TA. Unterhalb der Leitungsebene, also dieses Triangel, waren die Inter, das war die Abkürzung für interregionale Instrukteure oder interdepartementale, das ist halt nur rausbringen mit den Departements und den dazwischen, Instrukteure, da gibt es auch so hin und her, es ist aber jetzt von geringerer Bedeutung und von denen konnte ich bisher 10 Österreicher eruieren, und einen Franzosen, der aber perfekt Deutsch sprach und für Paris zuständig war. Diese interregionalen Instruktoren waren das wichtigste und meistens das einzige Bindeglied zwischen der Pariser Leitung und den sogenannten Eingebauten. Um vielleicht einiges vorwegzunehmen, Tilly Spiegel war die einzige Frau, die einzige Frau, die als Inter fungierte. Alle anderen waren Männer. Also das war von der Funktion her, oder war das eine sehr männerdominierte Geschichte. Tilly Spiegel war übrigens in einem strategisch ganz wichtigen Bereich tätig, nämlich in Nancy. Aber vielleicht wird dazu Ina nachher
Ja. Na, gleich ich kann nicht gleichzeitig links und rechts schauen. Genau. Es war so eher. Ja, genau. Hätte auch gerade ausschauen können, weil es bezieht sich eigentlich auf beide. Ja. Nämlich einerseits, weil sie aus der Region kommen und andererseits, weil sie die Biografie über die Tilly Spiegel geschrieben haben. Wie gesagt, also die Tilly Spiegel war die einzige Frau unter den, wahrscheinlich waren es mehr als 11 Inter, und die Inter hielten die Verbindung zwischen der Parteileitung und den Eingebauten. Als Eingebaute wurden Widerstandskämpfer bezeichnet, die über französische Sprachkenntnisse verfügten und sich um diese französischen und deutschen Sprachkenntnisse zu legitimieren, meistens als Elsässer ausgaben. Und sie waren über die gesamte besetzte Zone verteilt. Die Zahl ist derzeit schwer abzuschätzen, aber das war eine sehr exponierte Form der Widerstandstätigkeit, wobei der eigentliche Einbau in deutsche Dienststellen recht leicht war. Denn die Nazis waren sehr froh, wenn sich vermeintliche Kollaborateure gemeldet haben, und zwar waren das also meistens Wehrmachtseinrichtungen, Heereskraftwagenparks, Flugplätze, Werkstätten, Soldatenheime und viele andere Wehrmachtseinrichtungen, aber auch in einem geringeren Ausmaß die Organisation TOT oder deutsche Firmen. Und der Einbau war recht leicht. Schwierig wurde es, wann die in brenzlige Situationen gerieten. Wenn zum Beispiel ein Offizier oder Mitarbeiter in so einer zivilen oder militärischen Dienststelle den Ort kannte im Elsass, aus dem der vermeintlich stammte. Die zweite Schwierigkeit bestand darin, dass diese zumeist also aus proletarischen Milieus stammenden Widerstandskämpfern gewisse Schwierigkeiten hatten, ihren Wiener Dialekt abzulegen und den wahrscheinlich auch im Exil 1938 bis 40 oder 41 beibehielten. Und selbst wenn es ihnen gelungen ist, also ein perfektes Hochdeutsch zu sprechen, war damit die Gefahrenquelle nicht beseitigt, denn woher sollten sie wissen, wie der elsässische Dialekt ist. Und ich habe Ihnen zuvor, als ich da meine Brücke gezeigt habe, gesagt, dass viele Widerstandskämpfer improvisieren mussten. Na, das habe ich nicht gesagt, das sage ich erst jetzt. Aber dass sie also erstaunliches Glück im Unglück hatten, und ich möchte jetzt also Ihnen eine skurrile Episode erzählen, mit welchem Improvisationstalent und Spontanität diese Eingebauten ausgestattet sein mussten, wenn sie nicht irgendwie auffliegen wollten. Da gab es einen Spanienkämpfer namens Paul Jelinek, der war auch bei einer deutschen Dienststelle eingebaut, und der hatte als Vorgesetzten einen Major, der 30 Jahre zuvor ein halbes Jahr Französisch gelernt hatte, sich ein paar Brocken gemerkt hat. Und diese Französischkenntnisse, diese sehr bescheidenen, unbedingt an den Mann bringen musste. Der Mann war ein Uhrmacher, dem ist nämlich die sogenannte, so hat Paul Jelinek das damals in dem Interview bezeichnet, ich weiß nicht, wie man das nennt, mit dem, womit man die Uhr aufzieht, die Krone hat er das genannt, weiß nicht, ob dieser Begriff noch in Verwendung ist. Jedenfalls ist dem dieser Teil abgebrochen. Und wollte zum Uhrmacher gehen, aber allein hat er gewusst, er schafft es nicht. Er muss da seinen Mitarbeiter, also den Spanienkämpfer Paul Jelinek, mitnehmen. Der geht dorthin und fragt ihn, als sie das Geschäft betreten, was heißt denn das auf Französisch? Paul Jelinek war im Schockstarre erfüllt, der kannte selbst zwar ein bisschen besser Französisch als der deutsche Major,
aber für das Alltagstaugliche hat es nicht, also fürs Alltagstaugliche hat es gereicht, aber wann bricht dann schon so ein Teil einer Uhr ab? Und sagt er, wie heißt denn das? Und der Paul Jelinek gerät in Schwitzen, er hat Todesangst erfüllt und er findet da irgendwie einen exotisch klingenden Namen, nämlich Shishi Bambula. Daraufhin geht er zu dem Uhrmacher und sagt, Pouvez-vous réparer Shishi Bambula? Der Uhrmacher schüttelt völlig verrückt den Kopf, hat das Wort natürlich nicht gehört, gab es ja auch gar nicht, ist völlig entgeistert. Shishi Bambula! Naja, dann in der letzten Minute greift der Paul Jelinek ein und sagt, Pouvez-vous réparer ce truc là? Also dieses Ding da. Naja, damit war die Situation gerettet. Darüber kann man lachen. Aber solche Situationen sind häufig passiert. Und nachdem ich sehr viele Widerstandskämpfer als junger Mensch interviewt habe, sind mir einige dieser Details eben noch geläufig. Die eingebauten. Eine weitere, und zwar ganz wichtiger Teil auch, waren die sogenannten Streugruppen. Die haben aber nicht einfach Flugblätter irgendwo klammheimlich deponiert, sondern haben die mittags aus fahrenden Straßenbahnen geworfen oder nachts an Alleebäume geklebt, vor Kasernen, bei Neumond oder bei bewölktem Himmel. Oder haben sie, wie gesagt, an helllichten Tag gestreut. Da gibt es auch ein ganz interessantes Erlebnis von einem dieser Angehörigen oder Mitglieder der Streugruppen zu berichten, nämlich dem Sepp Gradl, einem Spanienkämpfer, der im Juli 1943 in Lyon zur Mittagszeit, schönen Sommertag, in Lyon in einem Park Flugblätter gestreut hat, wusste nicht, dass sie in 100 Meter Entfernung am Place Bellecour die Zentrale der Gestapo befand, die damals von dem berüchtigten Klaus Barbie geleitet wurde, dem Schlächter von Lyon. Soweit also zu den Eingebauten, sind sehr viele verhaftet worden im Zug der Aufrollung oder der ersten erfolgreichen Versuchs der Sicherheitspolizei, den TA aufzurollen. Im November 1943 gab es Massenverhaftungen. Und jetzt möchte ich noch auf eine weitere Gruppe zu sprechen kommen. Die Streugruppe war organisatorisch nicht so genau strukturiert. Es gab da auch also personelle Wechsel von der einen zur anderen Gruppe. Aber ganz wichtig war ein zentraler Aspekt, nämlich die sogenannte Mädelarbeit. Genau, und da würde ich vielleicht... nur vorher vielleicht, weil Sie gerade den Sepp Gradl erwähnt haben, Manfred Mugrauer, der ja KPÖ-Archivar ist unter anderem und auch im Dokumentationsarchiv arbeitet, hat mir mal diese Doublette von Tilly Spiegels Österreicher in der belgischen und französischen Resistance gegeben, das offensichtlich früher mal dem Sepp Gradl gehört hat. So, also und das stimmt so, drinnen. So kommt alles zusammen. Aber also mir ist, ich hätte nämlich auch eine Frage an Sie. Also mir ist natürlich, Tilly hat ja auch in ihren, also ich sage immer Tilly, also ob ich sie gekannt habe, aber die Tilly Spiegel hat ja in ihren Büchern auch viele solche Situationen beschrieben, wo es für sie durchaus brenzlig gewesen ist. Also ich kann mich erinnern an eine Situation, wo sie offensichtlich im Spital gewesen ist und sich als Elsässerin natürlich auch ausgegeben hat und offensichtlich verwundet war und dann der Geistliche gekommen ist und sie nach dem Schäden am Straßburger Dom nach einem deutschen Beschuss befragt hat, was sie schwer beantworten konnte, nachdem sie den Dom noch nie gesehen hat. Oder wirklich auch so, also man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie auch so im Alltagsleben belastend das gewesen sein muss, ständig neue Namen, neue Biografien zu lernen und sich auch daran zu orientieren und sich als vollkommen neuer Mensch auszugeben, auch bei Sachen, die schon so automatisiert sind. Also sie beschreibt zum Beispiel, ich kann das ja noch nicht einmal motorisch nachvollziehen, aber dass sie bei einer Schneiderin untergekommen ist, in Lille, glaube ich, war das,
und dort Wolle spinnen wollte mit der Tochter dort und die Wolle aber über den falschen Finger aufgezogen hat, weil das die Franzosen und Französinnen offensichtlich mit der anderen Hand machen. So. Und das fällt einem natürlich, irgendwie in der Situation gar nicht auf. Die Frage, die wir vielleicht irgendwie auch, bevor sie zu den Frauen oder bevor wir zu den Frauen übergehen, irgendwie noch vielleicht, was mich interessieren würde, ob Sie das auch so sehen, weil, also was ich spannend finde, ist, dass die Tilly Spiegel sich eigentlich schon sehr früh in ihrer Funktion als Mitarbeiterin im Dokumentationsarchiv in den 1960ern auch sehr explizit mit der Täterrolle der Österreicher in der NS-Zeit auseinandersetzt, also viel expliziter als das andere Publikationen aus dem Dokumentationsarchiv zu dieser Zeit gemacht haben. Das ist jetzt keine Kritik am Dokumentationsarchiv, das ist vielmehr irgendwie eine Beschreibung, wie das geschichtspolitische Klima in den 1960er Jahren in Österreich gewesen ist. Und sie schreibt aber schon, dass vieles von diesen Widerstandsaktionen, die sie damals in Frankreich gesetzt haben, eigentlich nur deswegen möglich gewesen sind, weil zwar natürlich nicht, wie im Nachhinein behauptet wurde, halb Frankreich im Widerstand war, aber dass es doch eine grundsätzlich antinazistische Grundstimmung in der Bevölkerung gegeben hat, die sowas unterstützt hat. Würden Sie das in Ihrer Forschung auch so sehen? Hundertprozentig. Es ist ja zum Beispiel auch kein Zufall, dass von den 300.000 französischen Juden 76.000 ermordet wurden. Das heißt, drei Viertel haben überlebt. Und es gab zum Beispiel auch in einem viel größeren Ausmaß als etwa in Österreich kirchliche Institutionen, die als Zufluchtsorte gedient haben. Zum Beispiel spielt das also eine große Rolle auch im Rettungswiderstand. Oder auch bei Aspekten, die zwar nicht unmittelbar jetzt den Kernbereich des TA umfasst haben, aber es gab etwa eine Mitarbeiterin, die Anna Grün, ein Gründungsmitglied der KPDÖ, also Kommunistischen Partei Deutsch-Österreichs, wie es 1918, 19, 20 noch hieß. Und diese Anna Grün war auch in der Umgebung von Lyon und war dort in einem katholisch geführten Heim für alleinstehende Lehrerinnen, Fürsorgerinnen. Sie war selbst Sozialfürsorgerin, ursprünglich auch bei der Berliner Polizei in den 20er Jahren, aber gebürtige Wienerin. Und dieses Heim wurde zu einem Zufluchtsort für viele jüdische Kinder, aber auch für Kinder von nicht-jüdischen, politisch verfolgten Widerstandskämpfern. Und solche Beispiele gab es übrigens auch in Belgien sehr stark, wobei man aber nicht, das so in einer Klammerbemerkung sagen darf, in Belgien also große Unterschiede gab zwischen Brüssel und dem wallonischen, also französischsprachigen Teil, und in Flandern, wo es einen wesentlich stärkeren Antisemitismus gab. Das geht so weit, also Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen Abschweife, aber dass zum Beispiel die Anzahl der Menschen, die als Gerechte unter den Völkern geehrt wurden, aus Wallonien viel größer war als die aus Flandern. Und in Frankreich gab es, würde nicht sagen, eine antinazistische Grundstimmung. Es ist genau zu der Zeit, zwei Jahre früher, als in Österreich die Waldheim-Debatte geführt wurde, also in Frankreich war das 1984, in Österreich 86, 87, 88, gab auch eine Gegentendenz in der Forschung, in der die bis dahin sehr stark unterbelichtete Kollaboration genauer unter die Lupe genommen wurde und der Titel eines, also bewusst provokant gehaltene Titel eines Buches war 40 Millionen Pétainisten, also 40 Millionen Pétainisten mit Fragezeichen, das war bewusst übertrieben. Aber die Kollaboration sollte man nicht unterschätzen, sie hat aber, wie gesagt, bei weitem nicht dieses Ausmaß angenommen wie in Österreich. Wobei man in Österreich ja gar nicht von Kollaboration sprechen kann. Das wäre ja ein Euphemismus, im Kernland des Nationalsozialismus die Nazis als Kollaborateure zu bezeichnen, ist selbst schon ein Legitimationsaspekt. Ja.
Aber ich würde dem absolut beipflichten, was Sie hier angeschnitten haben. Ja. Es ist zum Beispiel auch so, wenn ich vielleicht einen Satz noch hinzufügen darf, das passt vielleicht zumindest atmosphärisch auch dazu, dass sich in der bis November 1942 unbesetzten Zone, also im November 1942 hat die Wehrmacht Südfrankreich besetzt, einen Teil, also Grenoble und andere Teile des äußersten Osten oder Südosten wurden von den Italienern besetzt für knapp ein Jahr. Aber damals gab es unter den mehr oder wenig zur Untätigkeit verurteilten deutschen und österreichischen Antifaschisten, denn die Deutschen waren ja nicht da, also hat man gegen sie auch nicht wirklich einen entschiedenen Kampf führen können. Aber die Feinde, die unmittelbaren, die direkten Feinde waren die Vichy-Behörden. Und in manchen Orten konnten sich, vor allem also am Nordabhang der Pyrenäen, gab es viele Dörfer und Kleinstädte, wo Österreicher, einzelne oder einzelne Gruppen, legal oder halblegal agiert haben und geduldet wurden. Und das hing aber nicht nur von dem politischen oder organisatorischen Stellenwert der betreffenden Personen ab. Also hing nicht nur davon ab, ob die wichtige politische Funktionen inne hatten, nämlich ob sie legal, halblegal oder illegal agiert haben, sondern auch von den jeweiligen Bürgermeistern. Weil manche dieser lokalen Honoratioren damals schon mit den Gaullisten sympathisiert haben, natürlich nicht offen, aber es hat sich doch rumgesprochen. Und die haben natürlich ihre gaullistischen Sympathien 41 schon, 42 nicht zur Schau getragen, aber in diesen Orten konnten sich Österreicher halblegal aufhalten, andere nicht. Ich würde gerne, dass wir zu dem noch angeschnittenen, aber noch nicht vertieften Punkt zur Rolle der Frauen im Widerstand näher eingehen. Wir haben vorhin erwähnt, Tilly Spiegel, einzige Inter. Ja. Und ausgehend davon habe ich mich gefragt, also Ina, könntest du vielleicht uns ein paar mehr Details über ihre Tätigkeit und darüber hinaus vielleicht uns ein paar weitere Einblicke in die Rolle von Frauen. Steht sie da charakteristisch für die Rolle der Frauen in der Résistance? Hat sie da einen Sonderstatus? Das wäre, glaube ich, gut komplementär. Ich fange an und Sie ergänzen dann. Also ich habe ehrlich gesagt selber nicht gewusst, dass sie die einzige Inter war. Das ist interessant. Sie beschreibt, also für sie war, so wie Sie schon gesagt haben, die Hauptaufgabe von diesen Inter war vor allem die Verbindung mit Paris zu halten, also Brüssel-Paris, Lyon-Paris, aber auch also innerhalb der Inter, die eben in unterschiedlichen Departements waren, mit dem französischen Marquis, mit den Eingebauten gleichzeitig, aber so wenig wie möglich eigentlich zu wissen. Das hört sich jetzt irgendwie widersprüchlich an, aber keine Ahnung, Sie müssen sich das so vorstellen, man muss wissen, was man wissen muss, und den Rest darf man gar nicht wissen, damit man, falls man irgendwo gefangen genommen wird, so wenig Leute wie möglich verraten kann, was ja auch immer wieder passiert ist. Also wenn Widerstandskämpfer unter schwerster Folterung der Gestapo dann auch Genossen und Genossinnen preisgegeben haben. Sie beschreibt das, also sie hat, ich weiß nicht, ob sie das jetzt 1945 unmittelbar auch so gesehen hätte, aber in den 1960er Jahren hört sich das eigentlich alles sehr abenteuerlich an. Also man merkt ihren Berichten so richtig irgendwie die Freude darüber an, dass sie Teil dieser Widerstandsbewegung war. Das ist für ihre Identität außerordentlich wichtig. Und also es ist abenteuerlich, den Weg von der Südzone in die besetzte Nordzone musste man teilweise einfach 30, 40 Kilometer zu Fuß gehen. Man teilte sich teilweise ein Abteil mit Männern vom Sicherheitsdienst und hatte Angst, dass sie die versteckten Broschüren, die man halt von A nach B bringen musste und die in doppelten Böden bei irgendwelchen Koffern untergebracht waren, finden. Solche Dinge, also beschreibt sie als ihre persönliche Aufgabe, aber da können Sie nachher sicher ergänzen. Ich kann nur das wiedergeben, was sie selber geschrieben hat. Typisch war sie wohl offensichtlich nicht, weil die
meisten Frauen in der sogenannten Mädelarbeit tätig waren. Mhm. Das war auch ein wesentlicher Teil des Travail Allemand, ohne den vieles einfach auch nicht funktioniert hätte. Das waren Frauen, die größtenteils zu zweit versucht haben, freundschaftlich Kontakte zu Wehrmachtssoldaten aufzunehmen und die zu überzeugen, also im Extremfall zur Desertion, aber meistens hat man mal so abgeklopft, ob man da vielleicht anknüpfen kann, ob sie vielleicht ein Flugblatt in die Kaserne mitnehmen können, solche Dinge. Das ist leider für sehr viele von den Frauen, die daran beteiligt waren, sehr schlecht ausgegangen, weil die Nazis auch nicht blöd waren und wiederum auch selber Lockvögel eingesetzt haben und viele Frauen verhaftet wurden und die als jüdisch geltenden ohnehin meistens in Vernichtungslager gebracht wurden. Was ich persönlich auch interessant fand, war die Art und Weise, wie auch Jahrzehnte nachher über diese Arbeit gesprochen wurde. Also ich möchte jetzt irgendwie auch gar nicht irgendwie am Josef Meisel festmachen, aber es gibt eine Passage in seinen Erinnerungen, wo er doch zu erkennen gibt, dass vielleicht sie damals oder er zumindest in den 1980ern sich nicht ganz eine Vorstellung davon machen konnte, was das eigentlich für eine gefährliche Arbeit war und es trotzdem immer so ein bisschen diese sexualisierte Konnotation hatte. Also er schreibt dann, wir nannten das auf den Strich gehen. Ja. Ich weiß nicht, wie oft das dann tatsächlich irgendwie mit einer Liaison ausgegangen ist. Die meisten werden wohl einfach irgendwelche Gespräche geführt haben. Aber das ist mir irgendwie so hängen geblieben. Ich jetzt einhaken, ja? Und mit Verlaub auch widersprechen. Bitte. Ich habe nämlich mit dem Pepe Meisel 1,5 Jahre hindurch ein Interview durchgeführt, dessen Transkription über 500 Seiten umfasst. Und da weiß er irgendwie die Tätigkeit der Mädel durchaus zu schätzen, zum einen. Aber relativ belanglos. Zum anderen stammt der Terminus Soldaten aufreißen oder auf den Strich gehen von den Aktivisten und Aktivistinnen selbst. Wurde von Marek verwendet und wurde auch in der belgischen Widerstandsbewegung verwendet, wo dieser Terminus überhaupt oder wo diese Arbeit oder diese illegale Tätigkeit überhaupt ihren Ursprung gehabt oder ihren Ausgang genommen hat. Also das ist eine kleine Korrektur. Aber darf ich nachfragen, haben das die Frauen auch selber? Also ja, natürlich. Ja. Es gibt zum Beispiel einen Roman von der Lisa Gavritsch, es ist eine unglaublich authentische Darstellung in Romanform. Und es ist eines der wenigen Bücher aus der DDR, die man wirklich loben kann. Es ist nämlich literarisch anspruchsvoll. Und ich habe mir irgendwie die Mühe gemacht, es hat mir auch Spaß gemacht, alle Personen nach Möglichkeit zu identifizieren. Sie spricht von sich in der dritten Person und es kommen ungefähr in diesem Zusammenhang Mädelarbeit, unter Anführungszeichen, und Umfeld 15 Personen vor, von denen ich also bis auf eine wirklich alle identifizieren konnte. Und da gibt es ein Gespräch wieder mit einer Österreicherin, nämlich der Elisabeth Liedl, Elisabeth Bater, die ich ebenfalls vor vielen Jahren interviewt habe. Und der Tenor des Gesprächs ist so, das war ein Scheißtag heute. Wir haben keinen einzigen deutschen Soldaten aufgerissen. Schau dir diese Soldaten an. Sie sind nicht an jungen, hübschen Frauen interessiert. Sie schauen, das spielt sich ab im Bois de Vincennes, im Zoologischen Garten. Was machen sie? Sie schauen zu, wie die Affen sich lausen. Und dann gibt die die Lisa Gavritsch gibt dann der sozusagen einen Ruck, geh doch auf die zwei zu. Die schauen relativ intelligent aus, die stehen etwas abseits von der Gruppe, die interessieren sich nicht so für die Affen, die sich lausen und bitte sie um eine Zigarette. Und dann wird das Gespräch halt fortgesetzt und das ist dann so, ja,
jetzt haben wir doch einen aufgerissen. Also das Aufreißen, es ist ja auch im normalen Alltag ein ganz selbstverständlicher Ausdruck, auch im Jahr 2021. Also aufreißen und auf den Strich gehen, das war sarkastisch gemeint und ist jetzt nicht die sexualisierte Sprache von Peppi Meisel. Das möchte ich hier eigentlich schon festgestellt wissen. Aber ein anderer, viel, viel wichtigerer Punkt ist der, und das, wenn die Geschichte nicht so traurig ausgegangen wäre für die meisten, müssten wir da ja irgendwie auch grimmiges Lachen einstimmen. Mit der einzigen Ausnahme der Lisa Gabritsch, die ich gerade erwähnt habe, waren alle in die Mädelarbeit involvierten jungen Frauen, Jahrgänge zumeist 1918 bis 1920, Jüdinnen. Mhm. Also in keinem einzigen Widerstandsbereich war der jüdische Anteil so hoch wie bei den jungen Frauen, die deutsche Soldaten angesprochen haben. Oder sie ließen sich von ihnen ansprechen. Das Einfachste war, nach der Uhrzeit zu fragen oder um eine Zigarette zu bitten. Aber oft war es gar nicht erforderlich. Eigentlich haben sie sich ansprechen lassen. Dafür gab es viele Situationen in Cafés. Das war aber ein bisschen riskant, weil da irgendwie Kontrollen gelegentlich durchgeführt wurden von der deutschen Feldgendarmerie oder vom Streifendienst der Wehrmacht. Aber vorzugsweise in Parks, vor Kinos, vor Nachtlokalen oder auch auf der Straße. Und in Märkten oder, Entschuldigung, in Geschäften, besonders in Geschäften, denn da haben die diese Mädels, die Frauen, sich für scheinbar spontan für Übersetzungen angeboten. Und das würde Sie erklären aus dem weniger politisierten Milieu, aus dem Sie kamen? Oder was würde diese besonders hohe jüdische Anteil in diesem Nachhinein? Dafür habe ich eigentlich keine Erklärung. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber es ist bemerkenswert, also weniger politisiert. Nein, im Gegenteil, ja, eben, die waren hochgradig politisiert, aber was das Bemerkenswerte ist, das waren ganz, ganz junge Frauen, 20, 21 Jahre alt, die eine unglaubliche Geistesgegenwart, ein unglaubliches Einfühlungsvermögen, eine unglaubliche Sensibilität, eine fast übermenschliche Fähigkeit, in ein paar Sätzen einen Menschen psychisch oder mental abzutasten. Mhm. Und die Lisa Gabritsch beschreibt es auch sehr schön und hat da so eine sehr nachvollziehbare und nicht künstlich überhöht wirkende Metaphorik in diesem romanhaft gestalteten Werk, wo sie sagt, 1000 Nebensächlichkeiten, also die jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäß, 1000 Nebensächlichkeiten, tausendfaches Lachen, aber das war notwendig als Kissen, ein weiches Kissen, um drin die Nadeln zu verstecken. Die Nadeln war, wie ist die Lage an der Front? Wollte nicht nach Hause. Gibt's Gefallene? Und diese Nadeln sollten stechen. Und ob sie stechen, hat man oft schon beim zweiten Mal bemerkt. Es gab natürlich auch Soldaten, Offiziere hat man eigentlich nicht angesprochen, hauptsächlich Soldaten, also einfache Soldaten. Hat man beim zweiten Gespräch schon gemerkt, wenn die irgendwie kriegsmüde gewirkt haben oder wenn die lieber nach Hause wollten oder vom Heimaturlaub geredet haben, dann war das ein erster Anknüpfungspunkt. Und in einem zweiten Anknüpfungspunkt oder bei einem zweiten Gespräch, na, wie ist denn die Situation in den Kasernen und. Und es war zum Beispiel auch gar nicht schwer, sagen wir, oder es kam eigentlich auch selten vor, dass diese Soldaten zudringlich wurden. Denn die meisten waren einfach froh, dass sie mir außerhalb der Kasernen überhaupt einen menschlichen Kontakt gehabt haben. Das war so ein Anknüpfungspunkt. Und wenn die doch also irgendwie zudringlich wurden oder anzügliche Bemerkungen gemacht haben, dann haben die ziemlich klar und unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass sie an einem erotischen Abenteuer nicht interessiert waren. Wenn ich da nur kurz einhaken kann, weil vielleicht sage ich noch einen Satz dazu, der vielleicht irgendwie eher erklärt, warum ich, die ich nicht wie Sie das Glück hatte, diese sicherlich sehr beeindruckenden Leute noch persönlich kennenzulernen, mir das zusammengereimt habe, ist nämlich der,
Und das kann ja vielleicht auch irgendwie so in einen weiteren Teil des Gesprächs übergehen, dass, also soweit ich das weiß, und ich meine, diese Ausstellung, haben Sie selber gesagt, ist die erste über Österreicher, Österreicherinnen in der französischen Resistance in der Form, ist das in der KPÖ ja nach 1945, zumindest soweit ich das überblicke, diese Erinnerung an die Mädelarbeit, also generell die Erinnerung an den TA, schwierig war, unter anderem wegen Marek. Und wenn über Widerstand generell nicht nur bei der KPÖ, in sehr vielen anderen kommunistischen Erinnerungskontexten geredet wurde, ging es oft um diesen militärischen Widerstand mit der Waffe in der Hand, bewaffnete Partisaneneinheiten und so weiter. Und soweit ich das überblicke, hat man sich zum Beispiel, was die Frauen betrifft, in Österreich eher an einer Hedi Urach orientiert, die ja als eines von die einzige weibliche ZK-Mitglied umgekommen ist. Aber diese Mädel, denen hat man nicht so sehr gedacht. Und da ist bei mir irgendwie so dieser Gedanke gekommen, ob das vielleicht daran liegt, dass man diese Arbeit nicht so gewertschätzt hat. Aber offensichtlich war das ein falscher Gedanke. Nein, also ich habe Sie vielleicht auch vorhin missverstanden mit der Wertschätzung. Ich habe das jetzt nicht konkret bezogen auf die Rezeption in der Geschichte der KPÖ nach 45. Da liegt möglicherweise ein Missverständnis meinerseits vor. Aber es trifft zu, es hat sehr lang gedauert, also bis in die 80er Jahre, bis die Mädelarbeit auch innerhalb der KPÖ eine gewisse Rezeption gefunden hat. Aber auch andere Tätigkeitsbereiche wie die Partisanen, die sozusagen die glorreichen, mystifizierten, männlichen Helden waren, hat man auch wenig erfahren. Ja. Ich wollte nur abschließen, sozusagen, nicht abschließen, sondern... das wird für diese Runde für fast abschließend sein. Für diese Runde abschließend sagen... Ja. Dass von diesen 100 biografisch erfassten österreichischen Widerstandskämpfern und Widerstandskämpferinnen 25 Frauen waren, dass also der Anteil doch signifikant höher war als in Österreich. Denn die Forschungen zu diesem Aspekt, unter anderem von Wolfgang Neugebauer, haben ergeben, dass je nach Deliktgruppe unterschiedlich, also der Anteil der Frauen im Widerstand 10 bis maximal 15% betrug. Also der Anteil der Frauen in der französischen Resistance war mindestens doppelt so hoch. Mhm. Ich kann aber nicht die Frage beantworten, warum. Mhm. Ja, vielen Dank. Das sind schon sehr viele Aspekte genannt worden. Ich habe sehr viele Punkte, die ich und wir noch ansprechen könnten, aber ich würde zuerst mal die Diskussion mit Ihnen und mit den Teilnehmern online eröffnen. Ich hätte hier schon eine Frage, die online gestellt wurde. Vielleicht sind auch aus dem Publikum schon Wortmeldungen, Fragen, Kommentare, Nachfragen, die jetzt brennend wären zu Aspekten, die schon genannt wurden oder noch nicht erwähnt werden konnten. Bitte, ein Mikro wird da durchaus gereicht. Ich wollte nur Hallo? Ja. Ja. Hinzufügen, dass diese Arbeit, die Soldaten zum Desertieren zu bringen, haben ja nicht nur die Frauen gemacht, sondern auch, es war auch Arbeit der Männer, der Widerstandskämpfer, die auch, das war nicht nur eine Mädelarbeit, sondern auch die Männer haben diese Arbeit gemacht. Ja, aber nur in einem sehr, sehr bescheidenen Ausmaß und wenn ja, dann eigentlich gegen die sozusagen selbst auferlegten oder von der Leitung, also von Marek irgendwie sozusagen auferlegten Verhaltensweisen in deutschen Dienststellen. Denn die Hauptaufgabe und nur diese Gruppen können damit gemeint sein oder diese Eingebauten, war es zum Beispiel Informationen zu sammeln über die Stimmung in der Truppe, über Truppenverlagerungen, über die Stimmung in der Heimat und.
und deutsche Soldaten anzuagitieren, hätte dem eigentlich widersprochen. Vereinzelt gab es das schon, also dass man zum Beispiel Flugblätter hinterlegt hat oder dass man einzelnen Soldaten halt irgendwie kennengelernt hat, aber das war nicht die Regel. Die Regel war eigentlich Nachrichtenbeschaffung. Und insofern war die Soldatenarbeit, also konkret jetzt Soldaten so anzuagitieren, wie die jungen Frauen das gemacht haben, eher ein Nebenaspekt oder ein Ausnahmefall. Also man konnte nicht gleichzeitig als, sage ich jetzt bewusst, provozierendes Agent oder als nachrichtendienstlich agierender Widerstandskämpfer und gleichzeitig als Propagandist wirken. Das hätte einander widersprochen. In den meisten Fällen. Es gab natürlich auch fließende Übergänge. Aber vielleicht darf ich nur einen anderen Aspekt, falls das nicht jetzt in der Debatte ein bisschen zu weit führen würde, aber Sie haben zuvor eben auch die Rezeptionsgeschichte angeschnitten und das finde ich ganz einen wichtigen Buch, nämlich Hinblick auf die DDR-Historiografie. Also falls das von Interesse ist, würde ich das ganz gerne noch anschneiden, vor allem deshalb, weil es auch noch 1990 in der westdeutschen Historiografie eine Kontinuität dieser Überlieferungsgeschichte und dieser Hagiographie gibt. Ich weiß nicht, ob das bitte, ja. von ja. Interesse ist. Dann muss man festhalten, dass der Anteil der Österreicher in der französischen Resistance von der DDR-Historiografie und auch von Autoren, die sich selbst nicht also als in einer parteikommunistischen Tradition stehend sahen oder sehen, instrumentalisiert, vereinnahmt und marginalisiert wurde, und zwar in einem unvorstellbaren Ausmaß. Es fängt aber noch früher an, zeitlich noch früher, nämlich mit der Datierung der Entstehung des Travail Allemand. Also alle Forscher, und ich glaube, Sie haben das auch in dem Buch, soweit ich mich recht entsinne, so dargestellt, dass der TA, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, TA in der zweiten Jahreshälfte 1941 entstanden ist. Davon geht also die moderne Forschung aus, oder der Großteil. Dass der Überfall auf die Sowjetunion diesbezüglich eine ganz, ganz markante Zäsur war, das muss man ja in diesem Forum auch nicht weiter erörtern, politische Zensur war für die Kommunisten. In der DDR, und dem wurde bisher explizit nur selten widersprochen, oder zumindest also muss man sich kritisch darauf immer noch beziehen, weil es in der westdeutschen Historiografie viele Lücken gibt. Deshalb ist es auch notwendig, sich eben auf die Publikationen in der DDR in den 70er und 80er Jahren zu beziehen und nicht um einen toten Hund noch einmal zu erschlagen. Wurde also in der DDR und Folge einfach behauptet, der Travail Allemand sei im September 1940 gegründet worden. Was eine ganz immense Geschichtsverfälschung ist, weil damit suggeriert werden sollte oder immer noch suggeriert werden soll, es hätte eine ungebrochene Kontinuität des antifaschistischen Widerstands und zwar auch in Punkt der Propaganda während des Hitler-Stalin-Pakts gewesen. Tatsächlich hat die Kollaboration der französischen und der belgischen kommunistischen Partei im Jahr 1940 schier unvorstellbare Dimensionen angenommen. Eine weitere Geschichtslüge zum Beispiel in der französischen kommunistischen historiografischen Tradition ist ein angeblicher Appell des Zentralkomitees der französischen KP vom 5. Juli 1940, in der zum Widerstand gegen die Besatzungsmacht aufgerufen wurde. Ich habe diese Nummer der illegalen Humanität nicht gefunden, aber einige wenige Tage später, vom 8. oder 9. Juli 1940, in der Tenor war,
Wie erfreulich ist es doch zu sehen, dass die Pariser Bevölkerung den deutschen Soldaten zuwinkt, sie mit Blumen begrüßt, an den Paraden teilnimmt und freundschaftlich mit Soldaten und auch Offizieren verkehrt. Nur eingefleischte antinationale Bourgeois wollen davon nichts wissen und wenden sich ab. Aber diese sind Agenten. Das füge ich jetzt hinzu, man hat sogar die faschistische Terminologie übernommen, nämlich den Begriff Plutokratie. Das sind Agenten der, oder Kollaborateure oder Helfershelfer der englischen Plutokratie. Soweit die Humanität, nicht wörtlich, aber sinngemäß aus meinem Gedächtnis. Und im gleichen Zeitraum, Juli, August 1940, gab es, und zwar nicht an unterer Stelle, sondern von der höchsten Stelle abgesegnet, Verhandlungen zwischen dem Maurice Trian, dem Kaderchef der französischen KP, im direkten Auftrag des KP-Parteivorsitzenden Jacques Duclos. Man soll mit den Deutschen verhandeln um die Wiederzulassung der illegalen Humanität. Und es gab da wochenlange Verhandlungen darum. Die Deutschen haben auch an die 140 kommunistische Häftlinge freigelassen, die dann ein Jahr später wieder im Gefängnis saßen. Aber der Hauptfeind war das Vichy-Regime. Und dann auch also die Engländer. Also das... Hinter diesem Gesichtspunkt wird so eine Mystifikation erst verständlich oder gewinnt ihre wirkliche Dimension. Das Zweite zu den Österreichern konkreter, die Vereinnahmung. Es gab also zum Beispiel bis vor einigen Jahren, vielleicht gibt es immer noch, eine Website der Draft, das ist die deutsche Abkürzung für einen terminologischen Bandwurm, nämlich Deutsche in der Resistance, in der Anti-Hitler Koalition und in der Bewegung Freies Deutschland, abgekürzt Draft. Und da wurden, mittlerweile haben sie es gelöscht, wurde zum Beispiel ein von mir gleichfalls recht oft interviewter Spanienkämpfer, Dr. Emanuel Edel, der eine ganz abenteuerliche Biografie hat, die ich Ihnen jetzt nicht erzählen kann, einfach als Deutscher bezeichnet. Oder wir finden folgendes Phänomen, dass zum Beispiel die Österreicher als Anhängsel der deutschen Widerstandsgruppen bezeichnet wurde. Marek beschwert sich einmal 1958 oder 59 beim ZK der SED, dass man das waren kein Anhängsel, tendenziell traf das Gegenteil zu. Tendenziell waren und zwar sowohl in Belgien als auch in Frankreich Deutsche nicht selten Anhängsel österreichischer Parteigruppen. Und das wird manchmal in DDR-Sammelbänden in so verklausulierter Form formuliert. Da war es in einer ganz kleinen Sternstunde, also quasi war nur ein ganz kleiner Stern, aber eine Sternstunde von einem Historiker, wo man die originalen Manuskripte und die dreifach redigierten Manuskripte lesen konnte im Bundesarchiv und dann, was publiziert wurde. Daraus geht zum Beispiel hervor, dass es in Lyon 1943 keine Parteigruppe der KPD gab und deshalb eine ganze Reihe von deutschen Kommunisten und Kommunistinnen sich österreichischen Widerstandsgruppen angeschlossen haben. Die nächste Fälschung, der Soldat im Westen, über das ist noch nicht gesprochen worden, das war das wichtigste deutschsprachige Publikationsorgan im besetzten Frankreich, erschien ab Mitte September 1941. Ein DDR-Historiker schreibt, bereits am 22. Juni 1941 erschien die erste Ausgabe des Soldat im Westen, schreibt dann zwar nicht von der KPD herausgegeben, aber vom, so wurde das da bezeichnet, Sektor TA. Und der Sektor TA wird dann im übernächsten Satz als Abteilung der KPD nicht direkt bezeichnet, aber angedeutet. Ja. Also zur Datierung. Stalin hat 11 Tage gebraucht, bis er am 3. Juli 1941 endlich den Mund geöffnet und eine Rede an die Sowjetvölker gehalten hat. Aber die deutschen Kommunisten wollten schon am 22. Juni 1941 in Paris eine Sonderausgabe
des Soldat im Westen herausgebracht haben. Dann habe ich nach langer Suche diese erste Ausgabe gefunden. Die ist von Mitte September 1941. Wurde redigiert von Hans Zipper, einem österreichischen Spanienkämpfer und engen Vertrauten auch von dem von mir zuvor schon erwähnten Josef Meisel. Und nachdem der Zipper beim Überschreiten der Demarkationslinie Dezember 1941 verhaftet, also von Süd nach Nord, verhaftet wurde, hat der Marek die Redaktion übernommen und hat sie bis Ende 1943 geführt und hat zusammen mit der Toni Lehr fast alle Ausgaben, 30 sind erhalten geblieben, des Soldat im Westen geschrieben. Und warum ist mir das so wichtig? Wenn ich im Dokumentationsarchiv illegale Zeitungen der KPÖ ansehe oder andere Widerstandsgruppen, naja, dann hat die Gestapo ein paar Exemplare beschlagnahmt, wenn man irgendwie sozusagen die Verteiler alle kennt oder halt tiefer nachbohrt, dann sieht man, die sind in einer Auflage von 100, 150 Stück erschienen. Waren aber auch außerhalb Wiens verbreitet. Der Soldat im Westen erschien in einer Auflage von 60.000. Mhm. Gibt es dazu ad hoc ergänzende Kommentare? Weil, was ich mich frage, ist, wenn ich darf, und ich komme dann gleich zu der Frage, die hier online gestellt wurde, aber Sie fokussieren, also Sie heben hervor, wie manche, also wie fehlerhaft diese Angaben in der DDR-Historiografie ist. Da fragte ich mich gerade, wie ist es dann mit der österreichischen Historiografie? Wann bekommt das Thema überhaupt in der österreichischen Historiografie einen Platz? So. In einer Dissertation, die 1984 erschienen wurde, vom Sohn einer österreichischen Widerstandskämpferin, die als eine der wenigen, sondern ihrem Schwager, also vom Ernst Schwager, der hat eine Dissertation geschrieben, die sich aber zum Großteil also beschäftigt mit dem Thema Exil von Österreichern in Frankreich und wo halt auch der Widerstand thematisiert wird, aber nicht jetzt zentral. Okay. Wenn es, ja, bitte. Ich vergesse Ihre Frage online nicht. Eine Schulfreundin von mir ist die Tochter vom Egon Lederer, der also in Frankreich im Widerstand aktiv war. Und ich war als 12-, 13-Jährige oft bei ihnen, das muss also in den 50er Jahren noch gewesen sein. Und er war zu Hause und hat immer Geschichten erzählt. Und ich erinnere mich an das Wort Kaderschutz, habe ich sicher von ihm als erstes gehört, dass die KPD ihre Kader geschützt hat und nicht in den Widerstandskampf hineingeschmissen hat. Also, Sie schneiden da ganz ein wichtiges Thema an, nämlich das Stichwort Kaderschutz. Kaderschutz zum Beispiel hatten von den hunderten österreichischen Interbrigadisten, die wir erwähnt am 9. Februar 1939 die spanisch-französische Grenze passiert haben, hatten 18 Parteifunktionäre, die waren geschützt. Aber eine viel größere Bedeutung hatte der Kaderschutz im Jahr 1941 und auch 1942 in der KPD. Wenn es Ihre Geduld nicht überfordert, möchte da oder muss ich da ein bisschen ausholen, sonst wird das also nicht so ganz verständlich. Die KPÖ hat bei der Transferierung ihrer illegalen Kader ab Ende 1941 einen sehr harten Kurs verfochten. Das schreibt auch der Franz Marek in seinen Erinnerungen. Das heißt, die hat die aufgefordert aus dem Süden, wo sie zwar auch gefährdet waren, aber halt war ein normaler Polizeistaat verglichen mit der deutschen Besatzungsmacht, aufgefordert, die Grenze zu passieren. Und das war doch ganz ein wichtiger Aspekt, denn damit haben sie eigentlich
wenn jetzt der Widerstandsbegriff nicht völlig inflationär verwendet werden soll, war das der eigentliche Beginn der Widerstandstätigkeit, das heißt die direkte Konfrontation mit der deutschen Besatzungsmacht. In der KPD gab es 1941 und 1942 enorme, also in der Exil-KPD in Frankreich, enorme Konflikte, weil der zuvor schon erwähnte Otto Niebergall auch Kurs darauf gehalten hat, dass man die hunderten Kader aus der damals noch unbesetzten Zone nach Paris oder in andere Teile des besetzten Frankreichs holt, wo sie irgendwie halt eingebaut oder sonstige Widerstandstätigkeiten entwickeln sollten. Und der Emigrationsleiter, also er hieß Emi-Leiter, also der organisatorisch auch für Emigrationsfragen zuständige Spitzenfunktionär in Lyon namens Lex, Lex war Spitzname eigentlich, hieß er Adolf Ende, hat sich strikte geweigert. Und diese Geschichte eben unter dem Aspekt, wir müssen unsere Kader schützen, Kaderschutz. Und das hat für solche Konflikte gesorgt, dass dann der Niebergall sich direkt an das Zentralkomitee der französischen KP gewendet hat und sie hat also auch diesen Kurs vertreten, ja, die sollen da nicht untätig in ihren Bauern, halb verfallenen Bauernhäusern oder sonst, wo sie einen Unterschlupf gefunden haben, herumsitzen und Solidaritätsarbeit mit den Internierten in den französischen, also südfranzösischen Internierungslagern und Fluchthilfe und so weiter, dieser Internierten oder für diese Internierte schön und gut. Aber es geht darum, jetzt den Kampf gegen die Deutschen zu führen und nicht in erster Linie sozusagen Fluchthilfe aus den französischen Internierungslagern zu leisten. Und daraufhin hat das Zentralkomitee der französischen KP, und das war dann eigentlich doch eine ziemlich wichtige Zensur, ein generelles Emigrationsverbot für alle Kommunisten auf französischem Boden beschlossen, schon im April 1942. Aber dieses daran haben sich die nicht gehalten, die haben weiterhin also versucht, noch amerikanische oder kubanische Visa von, also in der ersten Jahreshälfte 1942 oder bis zur Besetzung halt, im November 1942 amerikanische, kubanische oder welche Visa auch immer zu bekommen und haben halt ihre Funktion, und nach Mexiko vor allem auch, deshalb sind die halt, soweit sie die Möglichkeit bekommen haben, also Visa zu erlangen, sind die emigriert. Oder sie haben sich versteckt, aber sie haben sich geweigert, in die Zone zu passieren, wo es auch irgendwie menschlich verständlich ist, denn erstens ist es in ultimativer Form passiert, zum Teil seitens des Niebergall. Und zweitens hatten die zum Teil einfach auch im illegalen, zwar in der Illegalität, aber im direkten illegalen Kampf auch wenig Erfahrungen oder gar keine Erfahrungen. Und das war der Grund oder der Hauptgrund, warum dann im Widerstand die KPD, im Widerstand gegen die deutsche Besatzungsmacht, die KPD im Vergleich mit den Österreichern sehr, sehr, sehr schwach war. Es fehlte einfach an Personal. Es gab zwar hunderte Kader, aber die blieben in Südfrankreich. Als dann am 11. November 1942 die deutsche Wehrmacht Südfrankreich besetzt wurde, war diese zum Teil in ultimativer Form vorgetragene Forderung zwar hinfällig geworden, aber die Deutschen hatten keine organisatorischen Strukturen, also die deutschen Kommunisten hatten keine organisatorischen Strukturen aufgebaut und das wiederum war ein Grund, warum viele sich österreichischen Gruppen auch in der ehedem unbesetzten Zone angeschlossen haben. Mhm. Es kam eine Frage online, weil wir schon bei diesen quantitative Versuche, ein Verhältnis vom österreichischen Anteil zum deutschen Anteil. Wenn das kurz, wenn schnell geht, kann man diese Quantifizierung, also das ein bisschen quantifizieren. Man ging von, also die Person fragt, wie viele Personen gab es, der, also zum Beispiel aus dem spanischen Bürgerkrieg, die zurückkamen, oder italienische Exilierten, osteuropäische Immigranten, führt uns das zu weit? Oder ist wie das viele? Naja, ich bin kein Politiker, darum rede ich nicht herum und sage, ich weiß es nicht. Gut, super, das ist eine gute, für das Zeitmanagement eine praktische Antwort. Gibt es, es gab hier in der zweiten oder dritten Reihe eine andere Frage.
Wovon? Von der frühen Emigration, also schon in 34 weggegangen sind. Und das war aus seiner Sicht eine der Hauptgründe, warum die sozusagen so, die Österreicher haben sozusagen den Vorteil, dass sie direkt im erst 38, 39 er Frankreich waren. Das war für ihn ein Mittelpunkt, die Deutschen im Osten waren. Naja, untätig geblieben sind sie auch nicht. Es hat ja unzählige politische Komitees gegeben, Unterstützungsarbeit für, also jetzt nicht die, die ich angesprochen habe, schon mehrfach, sondern den Spanienapparat, wo die Deutschen sehr, sehr aktiv waren. Also ich finde das Argument jetzt der längeren Dauer der Emigration nicht ganz überzeugend, aber mag sein, ich kann es eigentlich nicht wirklich beurteilen. Ja. Und dann wollte ich ja. Er kommt ein angeworbener Soldat, also der dann in den Widerstand gegangen ist, vor, also wegen Foto von angeworbenen Soldaten. Das ist, der wird dann interviewt auch und erzählt, wie er in den Widerstand gegangen ist. Mhm. Der Film Das Kind ist da sehr interessant, weil das ist zum ersten Mal, dass ich sozusagen eine lebendige Figur gesehen habe, die dann wirklich angeworben wurde und erzählt, wie das vor sich gegangen ist. Danke. Zum Verständnis für die Kollegen oder Kolleginnen, die das vielleicht nicht wissen, die Irma Miko war die Nachfolgerin der Lisa Gavritsch. Die Lisa Gavritsch ist Anfang 44 oder Ende 43 als elsässische Fremdarbeiterin getarnt noch in die Ostmark, also nach Österreich zurückgekehrt, wie Dutzende andere österreichische Widerstandskämpfer, die zuvor im Rahmen der TA tätig waren. Danke. Ina, möchtest du noch zu den vorhin Gesagten etwas hinzufügen? Zu den Themengebieten kann ich eigentlich gar nichts hin. Ich meine, ich hätte ein Thema, das man eventuell noch anreißen könnte, aber ich bin mir nicht sicher, ob man das in Anbetracht der Zeit. Ich glaube, wir werden dieses aber sagen Thema können weiterführen. Sie es zumindest. Ich wollte nur sagen, also das, was mich ein bisschen gewundert hat, weil ich bereits zweimal ein bisschen über Tilly geredet und das waren in den Diskussionen immer die hitzigsten Debatten über die Frage jüdische Identität, welche Rolle hatte das, welche Rolle hatte das nicht. Und wir sind nie auf einen grünen Zweig gekommen, okay. Aber ich bin, also es ist, wundert mich, dass es diesmal nicht aufgekommen ist. Ich bin auch froh darüber. Es ist auf der Liste, aber noch nicht einmal auf nächste. Wir müssen das in der, beim Buffet. Darf ich zwei Sätze sagen? Kurze. Noch, ja? Ganz kleine Sätze. Kann ich auch lange Sätze. Nein, ja, zwei dann. Sätze. Und das war für mich eigentlich erschütternd. Ich habe diese Interviews großteils zwischen 1982 und 83 und 87 durchgeführt. Und ich habe eine ganze Reihe von sowohl Männern als auch Frauen interviewt, deren Eltern dem Holocaust zum Opfer fielen. In den Interviews, zum Teil in der Transkript, 200, 300 Seiten, kein Wort davon. Mhm. Wenn ich es nicht vorher wusste, habe ich nicht nachgefragt, dummerweise. Mhm. Und erst Jahre oder Jahrzehnte später bin ich draufgekommen, Eltern, Vater, Mutter, Onkel, Tanten. Und die hatten zum Teil noch 41, 42 über gewundene Wege postalische Verbindung. Nichts davon erwähnt. Es war kein Thema. Ja. Mitte der 80er Jahre. Aber dann sage ich auch noch einen Satz. Das war bei der Tilly ja auch der Fall. Also das sind ja auch die beide Eltern umgekommen. Und ich meine, der Ernst Schwager war sicherlich der Erste, der sich länger als 60 Seiten mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Aber ich finde es interessant und vielleicht auch gerade in dem Zusammenhang interessant zu erwähnen, dass die Tilly Spiegel schon also da recht früh dabei war, sich in irgendeiner Form, also es war ja keine ausgebildete Historikerin, sich genau mit diesem Thema auseinanderzusetzen, nolens volens, weil ja Yad Vashem in den 1960er Jahren an das Dokumentationsarchiv schreibt mit der Bitte, dass man eben die Namen der jüdischen Genossen und Genossinnen
in der Resistance übermitteln soll. Und nachdem sie ja eh alle größtenteils persönlich gekannt hat, macht sie das auch recht genau und stellt, glaube ich, eine Liste von 130 Namen richtig, oder so zusammen. Ja, sogar mehr sind 170 insgesamt, glaube ich. Ja. Und trotzdem, also sie bezeichnet sich selber, also sie ist früher aus der EKG ausgetreten, bezeichnet sich aber selber in einem Fragebogen 1970 als atheistische Jüdin. Das fand ich eigentlich eine sehr schöne Beschreibung. Und ihr ist es aber... Und ich glaube, die Formulierung war, obwohl ich Jüdin bin, möchte ich doch die Historiker aus Yad Vashem bitten, dass die historische Wahrheit zu betrachten, nämlich dass diese Personen aus österreichisch-patriotischer Überzeugung und nicht als Juden gekämpft haben. So. Also das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Aspekt, dass die jüdisch, nicht jüdisch, für die Verfolgungsmaschinerie der Nationalsozialisten definitiv eine Rolle gespielt hat, aber inwieweit das die eigene Identität geprägt hat, ist schwer festzustellen. Mhm. Ja. Ja. Vielen Dank. Ich glaube, wir müssen leider allen die Möglichkeit geben, die Ausstellung selber zu sehen. Sie werden selber im Zuge dessen noch mehr über diese Identitätsfragen und über weitere Aspekte noch erfahren. Ich darf Sie jetzt schon darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung ein Teil einer Reihe von Veranstaltungen hier auf der Zeitgeschichte der Fachbibliothek ist. Die nächste ist schon nächste Woche, am 10. November. Und es ist die Buchpräsentation Nationalsozialismus digital, die Verantwortung von Bibliotheken, Archiven und Museen sowie Forschungseinrichtungen und Medien im Umgang mit der NS-Zeit im Netz, also 10. November. Und am 9. Dezember hier auch eine weitere Buchpräsentation zu Linda Erkers Monographie über die Universität Wien im Austrofaschismus. Ich lade Sie herzlich ein, die Ausstellung selber zu entdecken und dann als Belohnung Teil des Buffets zu werden. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die Teilnahme. Arbeiten Sie eigentlich hier oder beim Streik? Also in der VHS? Ich bin 30 Stunden am Tag.